Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Auf geht's zur Mission, nicht lang gefackelt. Die 100 Meter machen wir locker. Mal eine kleine Befallene wegmachen. Und hoffentlich... Oh. Ein Buch organisieren für unsere Mofa. Vielleicht noch ein bisschen was für... den Schmelztiegel, da waren es, glaube ich, auch nur noch zwei. Ah hier, das wusste ich doch. Wir waren doch schon mal hier in der Bank drin. Haben unsere erste Nachtmission gemacht. Hier die Seymour Bank, glaube ich, hieße. Oh. Da habe ich doch Shits schon gesehen. Ja, dann stürmen wir mal direkt rein in die Bude. Bin mal sehr gespannt, ey, was das wieder gibt. So, wie sieht's aus? Lad mal durch. Hier bist du auch recht voll. Da hast du was drin. Alles klar. Lass mal ausräuchern, hier die Butze. So, ist hier während der Theke? Nö. Gibt's schon mal ein Buch? Für Sturmgewehre. Naja. Okay. Da los. Oh. Moin. Du bist ja schon ein Stück hässlich. Seid ihr alle tot? Junge Frau, hier geht's eigentlich lang. Klopft sie sich da durch. So, immer mit der Ruhe. Wir fangen mal hier erst an. Gehen erst mal aufs Klo. Oh, das ist aber auch ein romantisches Plätzchen hier. Meine Güte. Naja. Kann nicht jeder so schön wohnen wie wir. Fahrstuhl ist dicht. Hier kannst du nicht dran. Mechanische Teile sind sehr gut. Das Buch kennen wir schon. Hier ist nichts drin. Okay. Oh, ganz viele leere Bücherregale. Das ist ja deprimierend. Da wäre schon der erste große. Jo. Ein Buch noch. Watch ahead. Und wir sind unserer Stahlherstellung ein ganzes Stück näher gekommen. Mal gucken, ob du die Beaver-Box hier aufgeknackt kriegst. Sonst muss ich Spitzhacke rausholen. Spätestens dann wohl beim Endloot. Denn ich habe nicht mehr genug Dietriche dabei. Nur noch drei Stück. Das wird wohl nichts. Je weniger du hast, desto schlechter funktioniert es, habe ich irgendwie festgestellt. Ja, genau. Zieh durch. Klappstuhl. Gut, da kenne ich nichts. Es geht ja mit der Spitzhacke eigentlich relativ schnell. Wenn wir da mal eine 5er oder sogar eine 6er bekommen, dann ist das Ding ja mit drei Schlägen aufgerotzt. Nicht ganz, aber... So. Kurz mal hier looten. Ein Gammelfleisch, lecker. Ja, guck mal. Das ist auf die Bude. Weiß gar nicht, wofür ich noch Dietriche brauche. Big Hitters. Da arbeiten wir an dem nächsten Stahlknüppel. Da gibt es auch gleich Teile. Vierer Basie. Naja. So, das war's hier, ne? Dann ab nach oben. Was ist denn hier eigentlich los? Okay.
Da verschaffe ich mir mal direkt Zutritt. Ach, von hier wärst du reingekommen. Oh, hier geht's auch nach oben. Beziehungsweise eigentlich nach unten. Da kommst du wahrscheinlich von oben wieder runter. So, wir gehen aber erstmal hier lang. Den eigentlichen Weg. Oh Gott. Ui. Die Herren. Jetzt mal Ruhe hier. Sehr gut. Das Sturmgewehr ist ultra viel Gold wert. Achso, hier wären wir direkt runtergekommen. Zur Tasche. Na, alles klar. Nach oben geht's jetzt nicht, ne? Ja. Messerchen. Können wir bald mal wieder ordentlich was abkochen. Wir gucken mal, was hier los war. Hier leuchtet's aber kräftig. Was soll denn das heißen? Ja, guck mal an. Schmelztiegel freigeschaltet. Sehr nice. Wir können Stahl produzieren. Das ist gut. Und hier jetzt noch ein Vehicle-Buch. Dann geht die Party ab. Schade. Automatische Waffen nutzen sich 20% langsamer ab. Das ist auch nicht schlecht. Warum leuchtet das hier so krass hin? Kann man hier raus? Nee. Einmal fallen. Einmal elektrische Handwerksfähigkeiten. Und einmal Sammelwerkzeuge. So. Dann mal hier reingeplatzt. Boah. Der war gut. Ich dachte, hier ist einer drin, der mich die ganze Zeit auf die Tür konzentriert. Dann steckt der Klappstuhl im Klimaschacht. Junge. Oh. Das ist ja bitter. Hast du es nicht mehr geschafft rechtzeitig, oder? Und hier irgendwer danach aufgefressen, ich mache die Tür wieder zu schnell. Ist ja ekelig. So. Ah, hier ist ein Tresor. Das ist nur die Hälfte. Ich hock mich mal hin, ist ein bisschen leiser. Hätte ich auch schon mal eher machen können, habe ich vergessen. Bauplan Pfeilauflage-Mod. Ja, zieh's hier rein. Oh, da oben liegt noch Mülle. An die Handtasche. Da ist nochmal Kohle drin. Okay, dann weiter hoch. Oh oh. Ist der Ufiri? Wo tappelt denn der jetzt rum? Na? Fand er nicht so geil, hast du gehört? Verstößt nix. Ins Klo. Erstmal hier rein.
Bücher. Sprengstoffe? Ich hab schon gedacht, das sieht so ähnlich aus. Das Fahrzeugbuch. Ja, ist doch gut. Was hast du denn? Durst? Oh, ihr habt das Frühstück schon wieder vergessen. Ach, der arme Kerl. Was der hier mit mir durchmachen muss. Gibt's noch mal eine extra. Also, Toiletten haben die immer genug hier, du. Ja, komm, lass jetzt die Stühle stehen. Dann sind wir hier erstmal durch. Dann war es der richtige Weg. Wir müssen raus aufs Dach. Da kann es ja wieder unangenehm werden. Bis jetzt geht's noch. Hä? Sehe ich wieder irgendwas nicht? Also hier komme ich aber nicht auf normalem Wege nach oben. Dann müssen wir noch eine weiter höher. Ich dachte, das geht irgendwie jetzt auf dem Dach weiter. Oh! Hören Sie mal zu! Ich finde es einfach gut. Oh. Hier rennen so einige. Das gefällt mir nicht. Ist noch ein Polizist. Boah, der muss ja richtig reiern. Ist er tot? Ja. Dir schmecken. Schönen Kopf nach vorne gehalten. So, hier klopft noch wer. Junge, ist doch richtig was los. Oh. Oh. Nice. Warum kann man hier rein? Ich will erstmal Loot abgreifen. Ich glaube, wir sind schon durch. Zurück zum Händler ist schon am Start. So, einmal Sammelwerkzeuge. Knarre, Qualität 3 freigeschaltet. Wir haben schon eine 4er. Hier ist die befallene Kiste. Ist ja ein merkwürdiger Loot. Nochmal ein Medizinbuch. Sind wir bei 37. Da oben. Also du musst noch eins höher quasi. Kannst ja aufs Parkhaus spucken. Und fast von hier drüben. Mal lassen wir mal ins Höher schauen. Ah, hier liegt noch Loot rum. Okay. Muss ich wieder aufkloppen? Man nutzt ja nichts, wenn wir eine Loot dran wollen. Da lohnt sich jetzt auch kein Schnitt, das geht ja so schnell, dass wir das Ding hier aufhaben.
Sind auch so regenerieren. Gucken wir mal hier rein. Handyland Reparaturwerkzeuge. 47 von 50. Und ein bisschen Stahl. Schon mal ein Teil für unsere Klingenfalle. Für die vierte. Die wir noch installieren müssen. So, wie ist es? Ah, verdammt. Im vollautomatischen Feuermodus hast du mit jedem Treffer eine höhere Chance, den Gegner in die da zu strecken. Nicht schlecht. Aber guck mal, wie leer wir noch sind. Für eine komplette Mission. Aha, nochmal eine Person Gas. Hier oben haben sie gewohnt. Und du kannst doch nochmal ganz hoch. Da könnte ein Vehikel-Dinges. Komm schon. Verdammt. Verfluchter, ranziger Rotzlöffel. Es war mir klar, dass hier nur irgendwo ein Geier sein muss. Da pickt er mir auf der Leiter auf mir rum. Ach so. Hier kommst du jetzt auch nochmal zum Hauptgut, oder wie? Oder kannst du schon mal sehen? Hä? Aber du kommst doch auf jeden Fall hier dran vorbei. Sehr merkwürdig. Egal, wir haben's. Zurück zum Händler. Belohnung abholen. Dann nur noch mal ganz kurz. Ich springe jetzt mal hier rein, ob es ein Fehler ist, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Ah, toll. Ah, hier geht's runter. Guck mal einer an. Es gibt da irgendwie auch immer einen Weg. Hier ist noch ein ganz toller Loot. Ich nehme an. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich komme hier niemals. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh nein. Oh Gott. Bist du hier schneller? Oh, das ist mir zu tief. Sekündchen. So. Ich wusste, das ist nicht so eine gute Idee. Hoppala. Da runter zu springen. Ja. Ab dafür. Ich mach mich zurück. Du bist reingekommen, ne? Du hast dein Rad. Sehr nice. Gut, dass hier noch aussieht. Alles noch so aufgeräumt, als wenn nichts gewesen wäre. In manchen Teilen der Stadt. So. Keine Ausdauer. Ich muss auch mal dringend was essen, auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell nochmal zusammen ab. Ich muss den Block muss ich noch abreißen auf der Tankstelle. Den Gebietsschutzblock. Der ist ja jetzt mehr als sinnlos. Außer ich würde nochmal wieder da rein wollen, aber ich glaube erstmal nicht. Mach ich gleich mal auf dem Rückweg vielleicht. Leider hat es nicht fürs Buch gereicht. Das ist schon ärgerlich. Vielleicht nochmal. Ich könnte einfach auch mal. Jetzt bin ich wieder außen rum gegangen. Alte Gewohnheiten machen sich breit. Hallo. Everything is well. I lost the bet on this one. Here's some money. Ui, Viererstahlknüppel. Und eine Viererstahlschaufel ist auch nice. Aber jetzt bin ich mit Schaufeln ja fast durch. Ging auch mit der Eisenschaufel. Ich nehm's, ne? Auch wenn der Stahlknüppel echt verlockend ist. Ich nehm's. Oh. Ach, du willst mich doch... Hm? Wir haben die Stufe 4 Mission alle abgeschlossen. Ich krieg ein 4x4 Teile Paket. Das muss ich nehmen. Jetzt krieg ich Betonblöcke, du Arsch. Batteriebank, auch nice.
Ich nehme mal das. Ich nehm's. Ich nehm's direkt. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, bei ihm hat man, kriegt er erst morgen was Neues, oder brauchst nicht gucken. Jo! Buch Nummer 20 für das, für unsere Mofa. Get Hammered? Oh Gott. Ja, okay, da bin ich noch gar nicht vorangeschritten. Erntewerkzeuge. Stahlwerkzeug Qualität 1. Könnte ich mir sogar selber schon eine Stahlschaufel bauen. Fahrzeug, nochmal ein Fahrzeugpaket. Eine Batterie. Und das Fahrwerk schon mal. Scheiße. Ey, das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Und nochmal 3 Bücher. Boah, ich habe schon fast ein bisschen gehofft. Ich kann ja noch was verkaufen. Wir hätten jetzt schon das Auto machen können, aber soweit ist natürlich noch nicht. Aber wir können uns endlich die Mofa bauen. Ich freue mich. Wir müssen dringend nach Hause. Ich muss Dinge bauen. Und den ersten Stahl einschmelzen. Den 4er Basie. Den kannst du auch gerne kriegen. Und die Kohle kannst du auch gerne kriegen. Nice. Ich bin wieder falsch rum rausgenommen. Jetzt erstmal ein Wildbret-Eintopf zu Hause und dann gucken wir uns an, wie wir das Motorrad bauen können. Soll ich dir mal was sagen, ey, ganz ehrlich? Wie kann man so ein Nervklotz sein wie du? Ich will Sachen bauen, erstmal schön die Füße unterm Arsch weggeschlagen. Ja, ist ja wohl aufs Gesicht gefallen. Gebietsschutzblock? Nee, jetzt nicht, ich will nach Hause. So, bin sehr gespannt. Lass uns gleich mal gucken. Kann ich endlich hier den Umzugswagen mal abreißen? Das war das Markenzeichen, das ich hier unser Zuhause immer finde, aber mittlerweile geht das, glaube ich. Können wir hier mit dem Minimotorrad rausscheppern. Der Mofa aus der Garage. Junge, Junge. Was brauchst du? Brauchst du alles für Teile fürs Auto? Das Fahrwerk kann man jetzt bekommen. Zubehör braucht man noch. Vielleicht kann man das mal irgendwo kaufen. Fahrwerk, Zubehör. Den Rest haben wir alles. Reifen. Ja, nur das Zubehör. Vielleicht kriegen wir das mal irgendwo günstig geschossen. Ein bisschen Glück. Dann könnten wir sogar schon den Truck, hä? Stahlgaragentor elektrisch. Gut, das kommt erst bei 75. Da muss ich mir mal ein vernünftiges Garagentor hier einbauen bei uns tatsächlich. Das, was drin ist, müsste ich mal ausreißen. Weil das kannst du ja nicht mehr zumachen. Das wäre noch schön, wenn das ginge. Reiß ich raus, mach ein neues. Kannst auch hier drin das Taschenmotorrad. Nein, es kriegt einen Ehrenplatz. Komm, was brauchen wir dafür? Nee, Mini, dann machen wir lieber Moto. Hatte ich schon irgendwo Teile davon? Nee, ne? Wir müssen das komplett neu aufbauen. Ja. Okay, das könnte allerdings auch ein bisschen teurer werden, ne? Wir brauchen ein Fahrwerk und einen Lenker. Das kostet ja gar nichts. Nice. Okay, machen wir. Kurz mal Inventar ein bisschen leeren. Eine Menge Munition jetzt. Hier Schrote, hä?
Hier nochmal 170 Schuss. Junge, Junge. Sehr geil. Warte mal. Teile. Gab es auch einen echten Haufen? Müssen kurz mal jetzt hier das Inventar klar machen. Mods hier rein. Hier kommt das rein. Motoren haben wir noch. Ist gut. Die brauchst du gleich. Ich glaube, elektrische Teile brauchst du auch ein paar. So. Batterie könntest du ja... Ist doch, glaube ich, völlig egal, was für eine du da nimmst, ne? Schraubenfedern. Bisschen geschmiedetes Eisen, aber auch nicht die Welt. Ich weiß nicht mehr was. Leder. Und Eisenrohre und ein Scheinwerfer. Oder haben wir denn wirklich genug? Leder, Eisenrohre. So, Fahrwerk. Lenker. Das geht ja sogar noch mit 2 Minuten. Und dann Minimotorrad, Fahrwerk, Lenker, ein Motor, die Batterie habe ich schon und 2 Räder. Nice. Ein Motor. So, dann geht's drum. Wir brauchen Stahl. Das ist schlecht. Da müssen wir doch bestimmt eine Menge Eisen einschmelzen. Ne? Ja. Eisen und Lehm muss da rein. Zumindest so viel. Habe ich jetzt die ganze Zeit nur Steine eingeschmolzen. Und das Eisen so ein bisschen vernachlässigt. Aber kein Problem. Oh. Das soll ich jetzt mal durchrauschen. Ach, du musst den Schmelztiegel erst noch bauen. Ja gut, das kannst du trotzdem schon mal einschmelzen hier. Da, das ist schon mal fertig. Wie viel Sprit hast denn du? Da müssen wir wahrscheinlich auch, ein bisschen was ist ja erstmal da. Weiß nicht, wie viel da reingeht. Probieren wir gleich mal aus. Klebeband, das Ganze brauchst du nicht mehr. Sekunden. Kannst ja schon mal Schmelztiegel. Ach du Scheiße. Oh nein, 1200 Steine. 20 mechanische Teile. Okay, ich muss ein paar Autos noch abfahren. Das heißt, 20 mechanische Teile. Ich muss Steine holen. Da fahren wir doch gleich mal eine Runde hier, ne? Würde ich sagen. Wie lange dauert das? 1 Minute. Sehr geil. Und dann gehen wir gleich mal auf Tour und besorgen die Materialien für den Schmelztiegel. Und das Eisen haben wir. Wir brauchen 7 mechanische Teile, 1200 Steine. Wie sieht es aus mit 20 Öl? Werden wir das, wenn wir auch bei den Autos kriegen, das haben wir auch fast. Eigentlich geht es nur um Steine und mechanische Teile. Lehmboden ist überhaupt kein Problem. Okay. Ich schmelze noch mal ein bisschen mehr Lehm ein gleich. Halt, Mann, oh Mann. Ja, ganz nervös ist. Jetzt endlich vorangeht. So. Das kann das mal hier so ein bisschen durchrauschen, bis ich wieder da bin. Knarre hast du dabei.
Unser Mini-Motorrad. Guck dir an, wie das Ding aussieht. Für echte Rocker. Warte, ich kann es auch nicht erwarten, aber ich muss ein paar Sachen muss ich wissen mal ausräumen. Und ich muss was essen unbedingt, habe ich schon wieder vergessen. Wasserliste da, 84 Wasser, das ist ja richtig nice. Halt, das war Medizin. Das kommt da rüber. Blei hier rein. Röhrchen wieder rein. Halt. Das da rein, den Bruchsand rein. Und dann bisschen Platz willst du ja auch haben. So, lass los scheppern. Mein ganzer Stolz. Mega. Wie lange hat's gedauert? Ewig. Wir tanken rein. 1000 passen. Mega geil. Ich brauche nicht trampeln, der fährt von alleine. Halt, hier ist ein Auto. Okay, wir müssen ein paar Teile zusammenfahren, dass wir das Ding noch zusammen aufbauen können. Den Schmelztiegel. Ja, gleich mal Öl drin. Fett. Ja, das geht auch ruckzuck. Wir haben schon 6 mechanische Teile. Da wird es wahrscheinlich länger dauern, die paar Steine zu besorgen. Aber die Strecken sind mir jetzt Latte. Guck, wir fahren. Ich fahre gleich mal Richtung Mine, dass wir da noch ein bisschen Stein holen. Das schneide ich uns nochmal eben rüber. Dass wir hier zusammen den Schmelztiegel noch anschmeißen können. 1200 Steine und ich brauche ja auch noch welche für mich quasi. Ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich eine große Farmrunde machen. Für Steine. Ah, warte, dann fahren wir jetzt noch mal kurz ein bisschen in die Stadt, machen ein paar Autos weg. Einfach nur, weil es Spaß macht. Und ich mache die Farmrunde dann für Stein im Anschluss. Dann kann ich gleich mehr holen und noch Sachen vorbereiten, die wir für die Hordenfalle noch brauchen. Ah, gut, ist nicht das Schnellste, aber du verbrauchst halt keine Ausdauer, ne? Das ist schon ganz geil. Und es gibt noch Mods, die das gute Stück schneller machen. Hier wirst du wahrscheinlich gar nicht so viele Autos finden, ne? Du müsstest eigentlich... Oh doch, hier steht doch schon was. Ja, guck mal. Wird wahrscheinlich schon nachgespawnt sein. Ich wollte es eigentlich nicht nutzen, aber... Naja, die paar Kleinigkeiten, die da drin sind. Direkt nochmal ein Vehikelbuch. Jetzt geht's aber rund. Ich habe wieder nichts gegessen, ne? So fasziniert von unserer Mofa. Junge, wie geil. Mit seinem Plastikkörbchen hinten drauf. Steht da was? Ja, da stehen noch Autos. Richtig schön Zeug zusammen. Wir haben schon lange Meter genug. Ein paar können wir noch holen. Komm, wir fahren hier mal durch. Auf der anderen Seite. Ja, hier kommt da auch noch was raus. Oh, richtig gut. Warte mal hier, guck mal.
das ist jetzt nicht der Burner, aber ist ein Anfang. Immer ein bisschen Schutt mit. Da geht's auch immer recht schnell mit den Steinen. Jo. Ja? Kommt die jetzt vom Working Stiff hier rüber oder was? Kann sein. Junge Frau, mach ich noch gern die Tür auf. Wenn sie möchten. Jetzt willst du nicht mehr, oder was? So, warte mal, wie... Was kommt denn hier so raus? Ja. Ich farm hier mal schnell Stein. Das ist ja richtig gut, der Schutt hier. Da kommt ja sogar noch Bruchsand raus. Den ich noch bräuchte für Zementmischung. Was ist denn hier? Ist hier eine Schlange aufgetan. Wenn ich jetzt noch was gegessen hätte, ne? Wäre geil gewesen. Aber hast du immer einen Kaffee dabei? Dann gönn dir den mal. Das alte Durchfall-Sandwich will ich jetzt nicht ohne Vitamine mehr reingeben. Aber da kommen wir auch recht schnell auf unsere 1200 Steine. Und ich krieg noch 500 Bruchsand zusammen. Oh, hier, das war's dann aber auch. Das ist okay für mich. Du bist sehr hungrig. Ja, ist doch gut, Mann. Mal kurz ein bisschen Ausdauer aufbauen. Dann machen wir es nämlich so. Dass ich mir jetzt... Oh, da hast du schon die 1200 Steine. Müssten wir jetzt die Materialien für den Schmelztiegel zusammen haben. Dann fahre ich jetzt nochmal zu Hause mit euch vorbei. Wir werfen das Ding nochmal zusammen an. Und ich gehe danach nochmal eine Runde fahren. Jetzt hast du dir zwar gerade einen Kaffee gegönnt, aber... Ja. So. Die Herrschaften. Alter, jetzt knallt er mir eine. Seid ihr nur zu dritt? Ach nee, da ist die andere Bande da drüben. Hier bin ich. Oh. Das war ja beschissen geschossen. So, Mutti noch? Hallo, Mutti. Oh, blauer Sack. Nice. Okay. Fahren wir schnell zurück. Mach's bitte nicht kaputt, das gute Stück. Ich schmeiß den Schmelztiegel an und dann kann ich noch ein bisschen vorbereiten. Auf morgen. Für die Hordennacht. Da muss ich noch eine ganze Menge Zementmischung anschmeißen. Das dauert ja auch noch eine Weile. Munition ist genug da, das wird reichen. Aber ich hätte es gerne noch ein bisschen sicherer. Mega nice. Dann kannst du dein Fahrrad kannst ja bald einmotten. So, gleich wieder Startklammer für einen Raketenstart. Junge, Junge. Fahrrad können wir reinbringen. Können wir hier eine Garage stellen, eine Wand oder was? Da bald auch Motorrad und Auto steht. Da bin ich erstmal hellauf begeistert. Das steht sogar. Ja, bleib stehen, nicht umfallen. Wolltest du eigentlich dichter an die Wand lehnen? Aber wenn es so auch steht, umso besser.
Vor allem haben wir jetzt ein bisschen mehr Inventar hier. Ich hatte zwei Reihen mehr. Sehr gut für unsere Loot-Runden. So, lass mal das Ding anstellen. Dann kann ich nämlich direkt schon mal Stahl vorbereiten für die Klingenfalle auch noch, die wir noch brauchen. So, Steine, mechanische Teile, Eisen hast du, nur noch 900 Lehm und ein bisschen Öl. Schmelztiegel, Abfahrt. 3 Minuten 20 noch. Gut, der läuft. Ansonsten habe ich jetzt nicht viel angeschmissen. Ich will die Zeit jetzt noch nutzen bis 10. Ich gehe jetzt nochmal auf Farmrunde. Ich nehme nochmal einen Kaffee mit und jetzt endlich auch mal was zu essen. Wir haben da noch hier so ein... Was ist denn der hingelassen? Ah, hier ist er ja. Junge, Junge, da musst du ja fast dir zwei von gönnen. So runter warst du. Ja, mach mal. Direkt auch noch Wasser dazu. Dann sind wir wieder komplett gesättigt. Sehr geile Runde. Mini-Motorrad und Schmelztiegel. Ja, da musste ich hier gleich noch ein bisschen mehr Metall durchbrutzeln. Was wir auch ein bisschen Stahl dann schon mal herstellen können. Und Lehm wirst du ja auch noch brauchen. Ja, aber hier läuft ja auch noch durch. 2,5. Warte mal. So, das reicht dann aber. Bisschen Eisen rein, dann haben wir da 2000 drin. Da kriegst du auch ein paar Stahlbarren von hergestellt. Muss nur noch mal... So, ihr Lieben. Dann wisst ihr Bescheid, ich besorge Material für unser Türmchen und werde schon mal Stahl schmelzen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch bei 7 Days to Die. Ich fahre jetzt nochmal eine Runde Mofa und hole mal Material. Jetzt mal ganz kurz gucken, was bräuchte ich denn hier eher mehr? Ne, da brauchst du auch beides. Ja, Blei wäre jetzt erstmal genug. Vielleicht hole ich mal Metall eine Runde. Okay, dann bin ich weg. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns morgen in der neuen Folge 7 Days to Die. Es geht auf den Blutmond zu. Gucken, ob wir noch eine Mission machen morgen oder was. Oder ich weiß nicht, wie lange ich was vorbereiten brauche. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit werden wir noch haben vom Blutmond. Sehen wir dann in der morgigen Folge. Also, jetzt bin ich aber weg. Wo ich noch 10 Mal morgen sage. Morgen!